langsam von mir. Bedroh mich nicht. Stopp jetzt! Labert nicht hinterm Rücken, permanent! Widerlich, was für Menschen. Wenn ihr so eine Verrückte rumschreit. Es wird immer, immer besser. Dass ihre Mutter am Fernsehen war. Pass mal ganz kurz auf. Du, ich bin hier vorne. Du bist genauso fake. Hey, hey. Jetzt wirklich mal. Und? Komm nicht so hoch! Mama, nein, nicht, wenn ich Stopp sage, merkst du das nicht? Ich sag nur Boom. Willkommen zu meinem neuen Lieblingsformat, Forsthaus Rampensau, Folge 5. Im Forsthaus wartet man gespannt auf die Ergebnisse des gestrigen Spiels. Lina, du hast mir nichts gesagt. Ich rede nicht mehr mit dir. Ich will das Ergebnis nicht wissen. Wenn es ein anderer schneller geschafft hat, bin ich gespannt, wie die es gemacht haben. Aber ich sehe uns wieder weit vorne. Auf Platz 2, Hannah und Cedric. Ah! Seid ihr auch vom Feld gegangen, gestritten? Ja, ja, ja. Und bei dem Rechnen, da standen wir bestimmt 10 Minuten, weil Julia die Aufgabe nicht verstanden hat. Ah ja, also sich unbesiegbar fühlen, sagte er. Und dann bei einer Matheaufgabe von Diogo und Flocke geschlagen werden. Und beide sagen ja, es ist überhaupt nicht ihre Stärke. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder wie unsere Dagmar sagt, den Tag nicht vorm Überraschungsbesuch von Matthias loben. Ich habe ja gehört, was du zu Sam gesagt hast. Aber Sam hat mich gefragt. Ja, Joey, aber... Nein, aber du hast ja auch mit Nana und Hannah geredet, das wurde mir auch erzählt. Aber ich habe mit Nana nichts über dich geredet. Zwinker, zwinker. Aber sowas macht man nicht über unseren Streit. Ich sag auch nicht, ja, beim nächsten Mal nehme ich eine mit, die mehr Mathe kann. Fühl dich doch nicht angegriffen. Ich sag nur, was ich... Ja, egal, lass es einfach. Dann renn aber nicht weg, wenn du nächstes Mal mit mir reden willst, weil das ist auch hohl. Ich sag jetzt so gar nichts, weil ich finde das kindisch. Nee, da gehe ich schon auf dich drauf und du fühlst dich angegriffen. Jede Wespe und Diogo immer. Die beiden sind schon echt der Knaller. Also wir haben hier Geschwister, die sich wegen ein paar Zahlen zoffen. Jolina fehlt nur noch die grüne Mütze und Jada der Nudelkochkurs. Und die Büchners werden die neuen Ludolfs. Ja, böse zum Behaupten, den Schrottplatz namens Finca haben sie ja schon auf Mallorca. Richtig? Richtig. Denk, was du willst. Ach, du heiliger Wimmer. Jetzt geht's von vorne an. Ja, weil das bescheuert ist. Ich hau euch gleich beide mit den Köpfen zusammen. Wenn ihr bevor ihr ins Bett geht, regelt ihr das. Nein. Sie kann mit anderen drüber reden, aber nicht mit mir, oder wie? Jetzt heute schon wieder. Nimm sie doch mal in den Arm. Nein, ich mach's nicht. Geh hin und nimm den Arm. Willst du, dass das ein Ende hat? Nein. Wenn sich zwei streiten, freuen sich die anderen und sagen hier, das ist ein Grund zum Absägen. Das ist echt so unangenehm. Leute, wenn wir ungefragt Familienstreitereien mitbekommen wollen, ja, dann fahren wir einfach samstags zu Ikea. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Kaum sind die Kandidaten die Mitbewohner los, die angeblich schlechte Witze reißen, finde ich ja gar nicht, und sich an Elsa und Gina Lisa rangemacht haben, haben sie die Nächsten an der Backe, die sich lieber gegenseitig zum Kochen bringen vor Wut, anstatt andere heiß zu machen. Cedric kann gut tanzen. Er hat damals auch Ballett gemacht. Ich glaube, heimlich träumt er auch von einer Liebelei zwischen mir, Hannah und ihr. Cedric kam ganz sanft zu mir und habe ich so ganz süß. Diego kommt da so, da war ich direkt mit dem Gesicht drin. War auch ein cooler Move von Cedric, dass er der Gina das Design da in den Mund gesprüht hat. Da habe ich direkt ausgenutzt, um die da zu küssen. Eine billige Piepshow. Also, angetanzt werden, Sahne in den Mund gesprüht bekommen, die dann von einem heißen, tätowierten Typ abgeleckt wird. Natürlich ist Matthias nur so mittelbegeistert. Immerhin lebt Gina Lisa gerade seinen Traum. Da gibt man dem Cedric einfach mal so eine Flasche Sprühsahne. Und schon spielen sich hier Szenen ab wie im Backkurs von Michaela Schäfer. Der Diogo hat natürlich seine Show für Gina gemacht. Ich weiß nicht, ob man dann diese anderen drei Nebendarsteller gebraucht hätte. Aha, drei unnötige Nebendarsteller. Oder wie Til Schweiger sagt, der Cast für meinen neuen Film. Gar nichts Schlimmes über dich gesagt. Das würde ich auch nie machen. Wir sind Geschwister, das eskaliert mal. Und damit hast du mich schon verletzt, aber ist egal. Du mich auch. Bei Geschwistern gilt die goldene Dreierregel: Zoff, versöhnen, über andere lästern. Es ist eigentlich schlimmer hier wie in der Bild-Zeitung. Jeden Tag passieren neue Sachen. Elsa und Flocke haben in einem Bett geschlafen. Also, das war für mich auch so. Das, was er da abgezogen hat, kann man nicht entschuldigen. Hä? Ich bin auch nur jung und brauch das Geld, weißt du denn? Ich glaube jetzt unbedingt nicht. Ich glaube, da war die Nacht zu kurz. Das sind auch nur Fleisch aus Blut. Wir haben auch Gefühle, auch wenn wir stark sind. Wir haben auch Gefühle, wo wir verletzt wurden. Wir brauchen ja diese Liebe da. War ein sehr amüsanter Abend. Nicht nur bei dir, glaub mir. Wir sind auch nur Fleisch aus Blut. Sätze zum Nachdenken. Also, ja, da ist er dahin. Der gute Vorsatz von Flocke und Diogo, ne, nichts mit anderen Frauen anzufangen. Da hat einfach mal ein Partyabend gereicht mit ein bisschen Sprühsahne und der Vorsatz ist einfach genauso schnell gebrochen wie Sams Nase, wenn Diogo strippt. Wie auch ein Ballermann. Was da ist. Die letzte nimmt man mit nach Hause. Krass. Flocke hat's mir direkt gesagt. Und die haben auch geknutscht. Wer? Flocke und Miss Österreich. Ich würde es voll scheiße finden, wenn ich jetzt mit einem Mann irgendwie was habe
Und der hat es dann am nächsten Tag überall rum erzählt. Flocke und Miss Österreich. Nein. Doch. Jetzt trifft mich der Schlag. Das ist doch jetzt hier keine Paarungszeremonie. Aber es fühlt sich gut an. Gefühle sind nicht da oder so. Auch wenn er ein bisschen dumm ist mit Aufsprüchen. Artikulation muss auch ein bisschen lernen, ja? Seid ihr jetzt zusammen? Wir hatten wirklich nichts, weil er auch zu mir gesagt hat, dass wir jetzt nichts miteinander machen, so, weil das denken jetzt alle ja natürlich. Man nimmt, was man bekommt. Das Lebensmotto aller Temptation Island VIP-Kandidaten. Ich glaube, bei Flocke sieht es echt ein bisschen anders aus, aber Elsa sagt, sie hat keine Schmetterlinge. Überhaupt kein Wunder, Schmetterlinge sind bei ihr einfach auch schon an einem Cocktail aus Botox, Hyaluron und Silikon verendet. Wenn die einmal anpendel, das Ding nur noch an dem klebt, das war mir klar. Die andere ist jetzt auch ruhig gestellt, die hat auch jetzt Schmetterlinge in der Hand halten kann. Da haben die sich schnell mal zusammengerottet und haben gedacht, bevor Diogo und Gina-Lisa hier die Hauptdarsteller alleine sind, da mischen wir schnell mal als billige Kopie mit. Die Leute werden sich denken, ey, das ist fake alles. Dieses ewige Geschmiere mit dem Lipgloss, guck mal. Guck mal die Österreicher an. Diese Gossip-Trash-Küche geht mir auf den Sack. Er muss mit der Schere durchgegangen werden, dass wieder Ruhe einkehrt. Jetzt sind wir wirklich in so richtig schlechten Dating-Format. Das ist richtig Trash. Und eine billige Kopie bleibt immer die billige Version vom Original. Ey, und wenn das jemand beurteilen kann, dann ist es ja wohl unsere Poco-Domäne-Version von Desiree Nick. Matthias kennt natürlich das Business und er wirft anderen vor, dass sich Couples hier nur bilden für Sendezeit, während er eben seine eigene so ein bisschen ja schwinden sieht. Joa, das kann man schon machen. Ist aber so, als würde Julia Siegel predigen, wie gesund das Nichtrauchen ist, nur um sich dann alle Kippen für sich zu schnappen. So, wer hat die Pullover da drauf gelegt? Regelverstoß. Ich hätte gerne wieder Zigaretten. Nur scheiße, ob die doch Plätzchen kriegen. Sollen die auch verrecken an ihren Kaffeefiltern? Ich bin hier jetzt auch nicht mehr der Aufräumclown. Und so. Nur wir zwei werden richtig bestraft. Ja. Kriegt eure Scheiße hier auf die Kette. Ich rauche nicht, kann da nicht mitreden. Die Bestrafung geht dir, genauso wie meine Matthias, 10 Meter am Arsch vorbei. So, und das kann ja jeder Einzelne bestätigen. Haben hier ganz viele noch nicht kapiert, dass wir ein Team sind. Hä? Wir sind ein Team? Zigarettensucht muss schon schlimm sein. Ich bin doch nicht verzweifelt. Ein Irrenhaus ist einfach Scheißdreck gegen hier. Ich kann doch froh sein, dass du nicht rauchst. Ja, das ist aber auch total schwer, von einem auf den anderen Tag eben nicht mehr mit deinen Suchtmitteln auszukommen. Bei Jasmin und Dagmar sind es eben die Kippen, bei Jolina und Jada die Worte, unsere Mutter. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Fassungslose macht. Also entweder, dass in München ein Glühwein so eine kleine Tasse 6 Euro kostet oder dass die Stimmung hier tatsächlich unausgeglichener ist als mein Konto nach einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Vielleicht ist auch ein Spiel, wo wir mal nicht so gut performen können. Das können wir denn nicht gut. Heute safen wir uns. Oh Gott. Für dieses Spiel haben unsere Rampensäue eine Art Windel bekommen. Erinnerst mich an jemanden? Unsere Rampensäue springen in den Pool, sodass sich die Schaumstoffhöschen mit Wasser vollsaugen. Läuft das Gefäß über, dürfen sie mit dem Ball zur zweiten Station. Komm, drück es raus. Drück alles raus. Aber ich habe ja auch irgendwann meine Schuhe ausgezogen, weil ich dachte, das bringt was, das Wasser in den Schuhen zu bringen. Also ich am Kacken wäre. Ja, das machst du doch so gerne. Also das Spiel heute hat mich irgendwie an zu Hause erinnert. Weil Jolina sitzt gerne auf Toilette mit ihrem Handy, aber ein paar Stunden, obwohl sie schon fertig ist. Stimmt gar nicht. Woher weißt du denn, ob mein Stuhlgang beendet ist? Schön die Scheiße rauskacken. Also das Vertrauen von Sam und Nana in die eigenen Fähigkeiten, das ist in etwa genauso zuversichtlich wie die Prognosen für die Wiederwahl von Olaf Scholz. Mit einer Windel hier schnell auf die Toilette rennen, was unkontrolliert läuft. Oder wie Laura Müller sagt, Alltag mit dem Wendler. Sowas habe ich nicht mal als Kind gespielt. Oder in meinem Leben habe ich nie so Geschicklichkeitsspiele gespielt. Straße. Wir kommen von Straße. Stopp, hoch! Weißt du, hör doch auch einfach auf mich, bitte! Mach ich doch die ganze Nein, Zeit! Nein, mach du nicht! Du alte Schreikanone! Hoch! Ja, hoch! Das wirst du nicht! Bei sowas könnte ich komplett ausrasten. Oh, Mann! Motze mich bitte nicht an. Ich motz dich nicht an. Ohne meckern bitte. Ich finde den Moment ganz furchtbar, wenn Cedric mich so anmotzt. Nicht so hoch! Geh runter! Du dumm kann man gar nicht sein. Stopp, stopp. Mama, nein, nicht, wenn ich stopp sage! Merkst du das nicht? Ich habe gehört, die Produktion hat tatsächlich dann schon so langsam überlegt, welches Spiel man eigentlich spielen könnte, dass Gina, Lisa und Elsa irgendwie zumindest mal eine Chance haben. Ihnen sind da schon auch so ein paar eingefallen, aber die Produktion hat explizit die Anweisung bekommen, dass die Spiele alle jugendfrei sein sollen. Wie geht bitte Matthias mit seiner Mama um? Es gibt, glaube ich, genau einen Menschen, der gerade vor dem Bildschirm sitzt und nicht so fassungslos ist wie wir alle. Ja, genau. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass Nico nicht wusste, dass Matthias gerade seine Mama hier anbrüllt. Er dachte traurigerweise nach seiner Zeit mit Gloria, dass das einfach die deutsche Sprachkultur ist. Dann gehst du hoch!
Mama, langsamer. Ich sag dir, ich raste auf. Glotz dahin! Dann gefällt dieser Ball immer wieder runter. Also ich hätte diesen Ball fressen können. Jedes Spiel, wo er das Kommando übernommen hat, fällen wir. Nee, das finde ich jetzt unmöglich. Hör auf das, was ich sage. Ich hoffe, wir haben noch mal Boxen, dass ich dir so richtig an in die Fresse hauen kann. Ja. Nein, was nein. Soll machen? Wenn ich Nein sage, so stehen bleiben. Okay, ich muss erstmal deine ganzen Kommandos noch auswendig lernen. Stopp! Was machst du denn? Wenn das hier alles echt ist, dann tut ihr mir ganz ehrlich alle leid. Ach, meine Mutter ist es gewöhnt. Die ist Kummer gewöhnt. Wir sollten uns so für Schminkshows bewerben in Zukunft. Ganz ehrlich, völlig wurscht, wie ehrgeizig man ist. Schreit man so seine Mutter an oder also einen anderen Menschen an? Also egal, ob sie ihn kennt oder nicht, aber das muss doch nicht sein. Und ganz ehrlich, würde sie ihn jedes Mal dafür anbrüllen, wenn er irgendwie in eine falsche Richtung abbiegt, er hätte einen lebenslangen Tinnitus. Ich wette mit dir, ich habe nur eine Stunde gepennt. Tja. Ist alles zu hell, zu laut. Deine Schuld. Hast du denn nicht geschlafen, Flocke? Weiß ich auch nicht. Das kannst du mir auch nicht erklären. Ich hoffe nur, ich habe nicht gefühlt. Wie besoffen warst du? Sepp, geh da rein. Gesagt. Dieses Lästern, Bullshit, bla bla bla, das macht alles kaputt. Er hat gesagt, er weiß nicht, was passiert ist. Er konnte nicht dran erinnern. Ich hoffe, sie weiß, was passiert ist. Findet jemand von euch, ich hab gestern irgendwas übertrieben? Und vielleicht so ein bisschen ein Rohr haben will. Aber dann hast du das Format von mir, wenn du ruhiger willst. Nee, das ist eine Rampensau. Ich will mit denen gar nicht diskutieren, Jogo. Was soll ich? Die gehen mir auf den Alter. Bei wirklich jedem kleinsten Satz rennt Jolina zack in die Küche und beginnt zu lästern. Für uns Zuschauer ist das natürlich gut, aber er denkt sich halt auch ganz ehrlich, wir sind doch hier im Forsthaus Rampensau und nicht bei ihr zu Hause. Gerade am Anfang der Staffel hatten ja Jada und Flocke durchaus eine intensivere Verbindung. Sie saugt auch das ganze Drama rund um Flocke auf wie so ein Schwamm. Sie ist also quasi wie Cora Schumacher in einer Schnapsbar. Übrigens, Freunde, am 19. Januar beginnt das Dschungelcamp. Ihr wisst, was das heißt, bevor wir gleich weitermachen. Falls ihr noch kein Abo habt, jetzt unbedingt den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr das nicht. Wo liegt jetzt das Problem? Für mich ist Rampensau laut sein, eskalieren, feiern, bam, Rampensau. Ja, du wohnst ja nicht alleine hier, das meine ich dann. Und bis dato habe ich halt bis dato nichts Positives jemals von dir gehört. Hä? Du bist nur am Lästern in der Küche und das war's. Aber nicht lästern, ist wie so, ein oder? Idiot. Ja, aber ich denke, nicht nur ich denk so. Bam, Alter. Nee, das ist so bodenlos. Nee. Wenn ich jetzt was anspreche und du sagst, du siehst das nicht nur alleine so, ja. Hat aber keiner die Eier und sagt mir, ey, pass auf, war zu laut. Ja. Wenn ich halt ein Problem habe, komme ich direkt zu dir oder das. Ey, man merkt natürlich total, wie genervt Flocke ist. Aber Jada eben auch. Und vielleicht war da wirklich was. Und ja, sie will natürlich einen Partner, bei dem es irgendwie mit voller Wucht einschlägt. Das hat ja der Flocke irgendwie auch. Nur halt nicht auf der Gefühlsebene, sondern auf der Federkernmatratze. Und blöderweise war es dann noch nicht mal ihre. Und können wir bitte einmal festhalten, wie toll Flocke hier bisher in der Sendung ist. Er hat Bock auf Drama, hat aber, finde ich zumindest, echt gute Werte und setzt sich für die ein. Finde ich super. Achso, aber Flocke, ein Hinweis. Wir alle hier, wir lieben Lästern im Reality-TV. Wir haben ihre Stimme nicht mehr hören. Ja. Ja. Ach, ist egal. Ich muss einmal kurz off-cam sein. Und dann... rausballern des Todes, ich kann das langsam echt nicht. Wir haben nichts in dem Leben, nichts in dem Leben erreicht. Lass es nicht emotional werden, bitte. Darauf habe ich gar keinen Bock. Wir kommunizieren jetzt auch offen. Also so semi-offen. Und auch nicht mit allen Leuten. Eben gerade kam Flocke zu mir, Chancen. Ich kann diese Stimmen nicht mehr hören, die haben aber auch noch nichts erreicht und so eine große Fresse. Aber wen meint er denn? Wir. Er meint die Mädels. Boah, dann knallt es aber, frag nicht nach Sonnenschein, glaub mir das. Ich glaub, heute hält keiner mehr seinen Mund aus. Nee. Jetzt wird's immer ekelhafter. Na gut, man könnte jetzt vielleicht drüber lachen, dass ausgerechnet Jolina gefragt hat, wen Flocke hier mit seiner Aussage gemeint hat. Aber wenn man sich hier halt mal so in der Runde umguckt, dann haben hier ja doch die meisten so viel erreicht wie Till Schweiger in Amerika. Wer außer Diogo und Flocke ist gesaved? Hannah und Cedric, herzlichen Glückwunsch. Barbie und Ken sollen sich nochmal so richtig geil fühlen und danach werden sie dann angesägt. Macht euch bitte jetzt alle fertig fürs große Absägen. Das kann ich nicht. Geht nicht, kann ich nicht. Heute ist Arschkriechertag. Jolina und Jada. Es ist so krass von euch. Ich finde das gar nicht geil, wenn man die ganze Zeit stichelt, sie streitet und mir platzt die Hutschnur. Warum erzählst du denn nicht, was du über uns gesagt hast zu Philipp? Jada hat Eier in der Hose, wie der größte Zuchtbulle hier auf der Alm, ja? Eine Stimme geht. Warte, ich rede, ich bin hier vorne. Willst du mich verarschen? Sprich doch ordentlich. Bauer Patrick, als Antonia zu ihm
ich liebe dich gesagt hat. Sehe ich wie Matthias. Matthias ist komplett beeindruckt davon, dass Jada den Flocke direkt zur Rede stellt. Er überlegt entsprechend schon langsam, seine Desiree Nick-Persönlichkeit einzumotten und dafür die von Jada anzunehmen. Dafür will er für einen Monat auf die Finca von Dani Büchner ziehen, die vorsorglich schon sämtliche Fenster und Türen von Matthias verriegelt hat. Philipp? Krasse Situation für mich. Jada, was habe ich gesagt zu Philipp? Deine Stimme geht an zwei Personen, die sowieso im Leben nichts erreicht haben und eine große Klappe haben, aber nichts dahinter. Ja, doch, das stimmt. Kennst du mich, um zu sagen, dass ich nichts erreicht habe? Hey, hey, bleib mal entspannt. Ich will, oder? Du kennst mich nicht. Dann bist du denn so aggressiv? Bleib mal entspannt. Philipp, aber nicht genauso, dass ihr beide noch nie was in meinem Leben erreicht habt. Ja, aber das Wort ist gefallen. Nichts in ihrem f***ing Leben erreicht. Nee, ich hab gesagt, die bilden sich ein bisschen zu viel drauf ein, dass ihre Mutter im Fernsehen war. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Und jetzt warte doch mal, hey, warte mal entspannt. Nein. Pass mal ganz kurz auf. Du hast uns recht gegeben, dass man nicht über unsere Mutter spricht. Du hast uns recht gegeben, mach das selber. Ich rede noch, bleib mal entspannt. Mich schreist du nicht an. Ich stehe hier vorne, bleib mal entspannt. Man merkt einfach, dass die beiden aus dem Hause Büchner sind. Während Jolina in so einer Streitsituation einfach mehr negative Energie versprüht als ein Bauer an Unkrautvernichter, geht Jada öffentlich gegen den Typen vor, den sie vor ein paar Tagen noch ganz gut fand. Ganz die Mama. Warum bitte sehen wir die beiden jetzt erst im Reality-TV? Ey, und Flocke, was ist los? Finde ich nicht so gut, wie er hier gerade so ein bisschen rumlügt. So wie er sie jetzt hier halt einfach auch respektlos anschreit, das ist so, als würdest du Oliver Poche für seine schlechten Gags irgendwie in den Knast stecken. Eine nachvollziehbare Reaktion, aber völlig unverhältnismäßig. Ihr habt gar kein Recht, irgendwie zu lästern, die ganze Zeit. Aber du hast es uns auch nicht ins Gesicht gesagt. Du bist genauso fake. Ey, jetzt wirklich mal, du und du setzt mal alle beide ins Leise. Ihr setzt ins Leise, er hat das Rede jetzt hier. Reicht jetzt. Wir sind nicht im Kindergarten. Schade. Also, ich habe ein Problem mit Sam. Gehe ich zu Sam. Zu mir bist du nicht gekommen. Ja, weil ich habe gar keinen Bock. Warum hast du nicht gesagt, wir bilden uns einen drauf an, dass unsere Mutter... Das tut mir leid, das habe ich aus Wut gesagt. Und so wie Flocke die Ansage gemacht hat, habe ich ihn noch nie gesehen und kennengelernt. Also für mich war das eine ganz andere, fremde Person. Das hat mich sehr erschrocken. Krasse Scheiße. Das Format ist wirklich das vorzeitige Weihnachtsgeschenk für uns Trash-Fans. Deswegen tut mir auf jeden Fall einen Gefallen und teilt das Video mit allen, die Trash lieben. Muss sein. Also, die anderen gucken übrigens nicht so irritiert, weil sich Elsa völlig aus dem Nichts hier in diesen Streit anmischt. Nee, die haben einfach nur Panik, dass das hier gerade eine neue Challenge ist und sie entziffern müssen, was Elsa da gerade so sagt. Schon wieder unsere Mutter. Du kannst sie immer nicht sein lassen. Ich merke das. Enttäuschend und lächerlich und... Es geht nicht um deine Mutter. Jogo, gar nicht diskutieren. Raffin das nicht. Alles gut, lass die quatschen. Ich bin auf 10 von 10, hab jetzt 2 von 10 rausgelassen. Lisa und Elsa, aber nicht, weil wir jetzt irgendwie finden, dass ihr schlimm seid von der Persönlichkeit her. Die ist geladen. Oh, schön, jetzt wird's gemütlich. Wir haben Gina, Lisa und Elsa genommen. Dankeschön. Ich kann einfach nicht mit dir, ist einfach ja, so. Ja, wenn du deine Pappen aufmachst, dann musst du mal mit dir mal richtig seine Anzeige machen, dass du mal deine goschene Fresse zumachst. Ich bin froh, dass ich so erzogen wurde. Ja, ich bin auch froh, dass ich was erreicht habe im Leben. Die Luft bei der Nominierung ist einfach so dick. Dagegen sehen Gina Lisas Lippen so dünn aus, wie die aktuelle Auftragslage von Valentina nach ihrem ekelhaften Sommerhausauftritt. Ich liebe diese Sendung. Das sind alles erwachsene Menschen, dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn man manchmal so den Eindruck hat, hier wird Erwachsensein schwammiger definiert als die Altersbegrenzung von irgendwelchen Knick-Knack-Seiten. Willst du mich eigentlich total verarschen? Asozial. Und macht auf dicke Hose, hat aber nichts dahinter. Sind wir es wieder? Ich habe mich eigentlich für ein anderes Team entschieden, aber nachdem ich eine Teampartnerin habe und mich auch nach hinter ihr stehen soll, haben wir leider uns für Sam und Nana entschieden. Tut mir leid. Das heißt leider? Okay, fast. Entschieden. Gina Lisa ist auch auf Angriff. Sie ist mindestens eine Freundin von mir und deswegen bin ich dagegen gegangen. Weil der Willi war der verstorbene Mann von ihr. Mir scheißegal, mit der Willi ist. Mir ist das Mist. Jetzt dreht sich im Grab um. Das kann ich nicht aus Mir scheißegal mehr. Nein, ich habe Respekt verloren mehr zu Leuten. Oh Mann, Elsa kennt wahrscheinlich einfach Willi Herre nicht. Aber aus Respekt vor Willi will die Gina Lisa auf gar keinen Fall Jasmin wählen. Gina Lisa hat ein riesengroßes Herz, hat ihre Prinzipien, total gute Werte und ist hier bei der Nominierung null nachtragend. Matthias ist vor lauter Schreck der Block mit den Notizen fürs nächste Lästern in der Küche runtergefallen. In kürzester Zeit ist tatsächlich Flocke komplett gegen Jolina und Jada. Jada und Jolina sind gegen Gina, Lisa und Elsa. Und jetzt offensichtlich auch noch Gina, Lisa und Elsa. Wir sehen ziemlich deutlich, mit John und Florian hat hier im Haus mehr Harmonie geherrscht als Weihnachten bei der Kelly Family. Gina und Elsa? Ich dachte, wir hatten es geklärt. Aber ja gut, wir haben das Messer abgewehrt und geben das an euch zurück. Dankeschön. Bitte. Applaus.
würde ich mir einfach viel mehr Teamgeist wünschen. Und darum haben wir uns heute für euch entschieden. Dankeschön. Dabei hatte Gina Lisa gerade noch großen Einsatz gezeigt. Geil, I love Trash. Da sowohl Nana und Sam als auch Julina und Jada jeweils eine Stimme bekommen haben, entscheidet die Gesamtwertung der beiden letzten Spiele Julina und Jada. Ihr wart in der Summe schlechter als Nana und Sam und tretet deshalb morgen gegen Gina Lisa und Elsa an. Vielleicht war Gina Lisa Jasmin Herren gegenüber ein bisschen zu loyal. Das heißt auch, es wählt sich hier genauso wie zwischen Jasmin Herren und den Zuschauern ihres Konzerts eine nur einseitig erlebte Zuneigung. Kann ich was sagen? Nee, Dude, du brauchst nicht ankommen. Warum vertraue ich dir überhaupt? Kann ich was sagen? Von wegen, ihr habt nichts erreicht, weil deine Mutter, es war nicht beleidigend auf deine Mutter. Das, was ihr gesagt habt, ist unter der Gürtellinie. Bad Vibes, sollte mich auf den Arm nehmen? Wir sind die ganze Zeit sympathisch zu jedem, sogar zu dir. Hört doch jetzt auf zu diskutieren, tut doch, es ist doch ein Spiel. Ey, die labern den so voll in... Er kam doch selber, Mann! Ey, du scheißt nie wieder mehr Gina Lisa an, haben wir uns verstanden? Ich habe keine Angst vor dir. Ey, du musst Angst haben vor mir. So kannst du nicht mit Menschen umgehen und auch zu sagen, du musst Angst vor mir haben. Bedroh mich nicht. Ey, ich sag's nicht noch einmal. Bedroh mich nicht. Genau das Beispiel zeigt auf jeden Fall mal wieder, man muss sehr vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht. Einer von Diogos Träumen, wie man hört, war auf jeden Fall mal, dass er mit zwei Frauen in einem Schlafzimmer ist und die sich seinetwegen streiten. Bei Traum geht es hier auf jeden Fall mal in Erfüllung, aber... Hat sich irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt. Bei allem Gezählte her will ich auf jeden Fall mal betonen, dass Diogo nicht schreit. Ist eigentlich auch total absurd, dass ich es betonen muss, aber hier, er ist wirklich ruhig und will die Lage komplett deeskalieren. Für mich ist er auf jeden Fall im Format einer der Gewinner und es entlarvt auch sehr, was RTL aus ihm so für einen Typen gemacht hat. Ich glaube, fast viele von uns dachten, so gewählt drückt er sich garantiert nur aus, wenn er irgendwelche Ausreden sucht, um ein zweites Date abzusagen. Meine Mutter sagt immer, dass Ignoranz die größte Bestrafung ist und jetzt, glaube ich, ist der Moment gekommen. Ich lasse mich nicht mehr drum von einer 18-Jährigen. Ich glaube schon, dass die Fronten sich nach wie vor immer mehr verhärten. Ab jetzt wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Unten halten. Habe ich jetzt die richtige abgeschossen? Dein Ernst? Boah, Leute, ich muss die Klappe. Ich schwör's euch. Junge, halt die Fresse. Drama-Experte Sam gibt den Tipp. Knall das Fenster zu. Das Forsthaus hat sich auf jeden Fall in zwei Lager aufgeteilt. Zum einen die, die trinken, wild miteinander rummachen und die Nacht miteinander verbringen. Und die, die auch trinken, gerne mit jemandem rummachen würden und auch gerne mit jemandem die Nacht verbringen würden. Wir beten an den heiligen Reality-Gott. Oder sogar eine Göttin. Dass morgen das Spiel zugunsten der Ehrlichkeit ausgeht. Der Reality-Gott wird's richten. So wie immer. Was hab ich denn gestern gemacht? Was hast du denn gestern Nacht gemacht? Was hab ich denn gestern gemacht? Ich sag gar nichts. Ja, guckt euch das an. Für mich war das immer ein Kinofilm. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich hab die Bombe platzen lassen. So schön. Gina Lisa und Diogo haben geschmust und dabei dachten die Produzenten vom Forsthaus Rampensau, sie wären definitiv auf der sicheren Seite, als sie angefangen haben, nachts die Duschen abzuschließen. Also, die einen bitten den Trashgott um Hilfe und die anderen lassen die letzten Hemmungen fallen. In genau dieser Nacht bekommt das Wort Stoßgebete eine völlig neue Bedeutung. Boah, ich krieg die Kotze, ey. Ganz ehrlich, es reicht. Du machst das nicht weg. Also, Ich hab keine Ahnung, ob so eine Wildschweinherde durchs Forsthaus heute Nacht gerast ist. Diogo hat eingelocht, oder was? Ich wollte doch nie in so ein Dating-Format landen, so ein Format. Es war doch weit weg. War ganz lustig, das ging 2-3 Minuten. Und was habt ihr in der Zeit gemacht? Gelacht und zugeguckt. Ach du Scheiße. Anscheinend ist sie dreimal Ah, ja, genau. Das ist ja das schlechteste, was man sich vorstellen kann. Von anderen beobachtet zu werden, kaputt gelacht zu werden. Ah, ja, genau. Ist einfach die beste Reaktion. Ich liebe alles. Also, dreimal in 3 Minuten. Dieselbe Frequenz haben tatsächlich sonst nur Beverlys Nachrichten in Diogos Insta-DMs. Guten Morgen, Gina. Guten Morgen. Wie fühlst du dich? Gut. Dieses Lachen, dieses Augen. Ja, die schießt ja die ganze Zeit indirekt gegen mich. Wenn man mich nicht mag, ist überhaupt kein Problem. Dann lass mich aber bitte in Ruhe. So, motiviert euch, dass ihr die rausknallt. Das schafft ihr. Ja, unmöglich ist es ja nicht. Nein. Ekelhaft, wann wir die alle sind, gell? Widerlich, was für Menschen.
kann das gar nicht kapieren. Das ist meine Ansage. Sam schießt gegen Gina Lisa, obwohl sie hier auch noch im Raum ist. Wir haben hier so viele Egos, die einfach mutwilliger eine harmonische Stimmung hier im Haus zerstören, als Tine Wittler das während ihrer gesamten Karriere in sämtlichen Wohnungen gemacht hat. Die Luft war so dick, dass man sie wirklich noch nicht einmal mit einer Schere durchgekriegt hat, sondern man wirklich die Heckenschere nehmen musste. Zieht einen der beiden Umschläge, öffnet sie und liest sie nacheinander vor. Viel Glück. Ich möchte die anderen beiden unbedingt raus haben. Ihr dürft weiter im Forsthaus Rampensau bleiben. Ach du Scheiße. Und bei ihm denkt man, Alter, stell dich da hin, reg dich auf. Ich hab grad Langeweile, guck ich mir an. Scheiße. Komm bitte schnell hier raus. Ey, warum öffnet ihr aber nicht euren Brief? Also die anderen. Ich hatte da auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, drum rumzustehen. Ja, das geht nicht. Sorry. Wenn der letzte Gang noch nicht serviert ist, geht man nicht vom Tisch. Aber ja, ist doch kein Rätsel mehr. Ähnlich schockiert war sonst nur Sam Dillon, nämlich als die Redaktion vom Forsthaus ihm nach den Dreharbeiten kein Weiterbildungszertifikat in Sachen Lästern ausstellen wollte. Jetzt müssen also beide Gruppen einen Briefumschlag auswählen, in dem das wichtige Ergebnis geschrieben steht. Oh Gott, Flocke wird natürlich direkt ganz heiß. Das erinnert ihn natürlich an die Ergebnisse vom Test auf Geschlechtskrankheiten damals bei Temptation Island. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft weiter im Forsthaus Rampensau bleiben. Ich habe im ersten Moment gedacht, die fliegen raus. Also ich habe mich auch schon gefreut. Ich habe mich auch schon gefreut. Ja, du hast dich zu früh gefreut. Es gibt noch viel zu klären, deshalb wird heute keiner das Forsthaus verlassen. Auf jeden Fall danke für eure Stimme, hat nur leider nicht weit gebracht, sorry. Ich find's gut. Wir sind noch da, tut mir leid. Und dann direkt, bam, auf mich drauf. Deswegen werde ich mit euch gar nichts klären. Ja, weil das ist jetzt unnötig gewesen, dass sie jetzt wieder geschossen haben. Ja, richtig kindisch, Alter. Die sind hierfür gar nichts gemacht. Wie bitte kann die Redaktion hier wirklich alles richtig machen? Es bleiben alle hier, damit sie eben nicht in alter Iris Klein-Manier ihren Streit bei Insta irgendwo ausfechten. Ey, und nach dem vermeintlichen Sieg von Gina Lisa und Elsa waren sie erstmal so klein mit Hut. Und machen jetzt hier eine schön provokante Ansage. War eine fiese Nummer der Redaktion, weil das Ego unterliegt ja tatsächlich einfach mehr Schwankungen als Flocke nach so circa 16 Uhr. Gerade wollte ich ziehen und sagen, hey, wen gehst du denn das und das? Klären wir das mal. Die Mädels sind leider sofort abgehauen, die Carabas-Schwestern. Stopp, die sind ja gerade auf euch zugegangen. Ja. Wo ist das Problem jetzt? Ich rede noch. Du unterbrichst mich jetzt. Ich rede gerade. Mit dir ist gar kein Problem. Nein. Wir haben gar nicht über dich geredet. Nein, fühl dich nicht angesprochen, Mann. Nach deiner Bedrohung kläre ich gar nichts mit dir. Den Finger auf mich zeigen. Ich bin hier nicht im Theater. Und da bringt mir auch eine billige Entschuldigung nichts, sonst noch hier Entschuldigung. Das kann jeder. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr nicht gesprächsbereit seid. Stopp jetzt, Marit, ich! Wenn die hier gesprächsbereit sind und ihr nicht gesprächsbereit seid, dann wundert euch nicht, wenn ihr nächstes Mal rausgewählt werdet. Das ist alles. Niemand hört Jasmin Herren zu, wenn sie rumquakt. Und jetzt passiert ihr hier im Forsthaus genau das Gleiche. Jay, das Blick so, ey, ich wollte ins Reality-TV und nicht in ein Orgelkonzert. Oder warum poltern hier die größten und lautesten Pfeifen? Labert nicht hinterm Rücken, permanent! Nee, ich lass mich von niemandem hier anschreien. Hab nicht zu klären. Jetzt sind wir aber nicht böse. Willst du mich angekommen haben? Alle! Alle! Wenn ich nicht möchte, mach ich's nicht! Nein, sie muss auch nicht. Sie muss nicht gezwungen werden, weil sie nicht will. Das finde ich auch unmöglich. Ihr müsst hier gar nichts machen. Schon gar nicht, wenn ihr so eine Verrückte rumschreit. Da brauche ich mich damit von dir anschreien lassen oder mich zwingen. Ich habe das allgemein gesagt. Hey, Agrobraut, halt den Mund! Ich habe ja auch keine Lust auf Streit die ganze Zeit, aber ich muss mich ja auch verteidigen. Es ist nicht wirklich geil und auch nicht hilfreich, von Jasmin Herren so angebrüllt zu werden. Aber erst lässt er, bis sich die Balken biegen und sich dann drüber wundern, dass das nicht so gut ankommt. Ey, come on, du legst ja auch nicht erst Feuer, um dann den Feuerwehrmann zu beschimpfen, dass die komplette Bude unter Wasser steht. Ja, ich hatte doch nie so viel Streit wie hier. Vor allem Psychologen danach. Und dann kam der zweite Brief. Ihr seid weiterhin angesägt. Eure einzigste Chance, von der Nominierungsliste zu kommen, ist es, wenn ihr heute oder morgen ein Spiel gewinnt. Bitte, keiner soll jetzt heulen. Nein, Jo, das ist deine Schuld. Du zeigst nicht wieder mit dem Finger auf mich. Nein, das ist deine Schuld. Du bist wie ein kleines Baby. Willst du mich verarschen? Du zeigst nicht mit dem Finger auf mich. Ich darf heulen nicht. Bitte hol die Kleinen raus aus dem Business. Es bringt nichts, es nervt. Bitte schön, heul, heul, let's go, let's go. Aber sei ehrlich, habe ich jetzt wieder die Schuld? Nö, die haben die Schuld, aus raffen die nicht. Ach krass, also wenn die Nominierten ein Spiel gewinnen, sind sie runter von der Nominierungsliste. Aber bei Team Gina, Lisa und Elsa, als auch beim Team Jada und Joelina,
Es ist tatsächlich wahrscheinlicher, dass Matthias Mangiapane heute Nacht mit Nana rumknutscht, als dass sie ein Spiel gewinnen. Gina Lisa will also, dass man die Kleinen aus dem Business rausholen soll. Ganz ehrlich, liebe Gina Lisa, Elsa springt auf jede kindische Provokation ja mindestens genauso an, wie Dagmar auf Noise-Canceling-Kopfhörer, wenn Matthias da ist. Finde ich ja gut, aber da müssen wir schon auch so ein bisschen fair sein. Jetzt haben sie die Chance, sich zu entsägen. Ich möchte diese Gesichter sehen und das ist ja wie so eine Backpfeife direkt ins Gesicht. Ihr seid ab sofort fixam. Müsst ein Holl... Was? Hoppligen Parcours durchlaufen. Ein holprigen Parcours durchlaufen. Das letzte, was ich gemacht hatte, war jetzt halt Po, sieht man ja. Das kann aufplatzen, da kann richtig große Schäden kommen. Aber dieses Spiel kann ich leider nicht spielen und ich weiß nicht, da tue ich jetzt meine Freundin mit in Nein. Gefahr bringen. Wenn gestern Freitag war und morgen deine Mutter Geburtstag hat, welcher Tag ist dann übermorgen? Montag. Dienstag. Sonntag. Richtig. Der Dienstag. Bitte was? Gina Lisa kann jetzt nicht mitmachen, weil der Arsch das nicht aushalten würde. Ist übrigens der gleiche Grund, warum Sommerhaus Vanessa nicht mehr alleine feiern geht. Sie komplett alleine zwischen den Männern, das würde der Alex auch nicht aushalten. Durch unter einem Netz innen durch die Scheiße. Es ist einfach nur Wasser. Einfach nur ein Babybecken. Komm. Eine halbe Glatze hat 200 Haare. Wie viel Haare hat eine Glatze? 400! Letztes Mal, dass ich so eine Scheiße hier mache. Letztes Mal. Wir sitzen hier wie zwei Opfer. Opferin. Hilfe! Es hagelt! Sneaker! Oh, Scheiße. Der Forsthaus-Rampensau-Schuhwurf, ja, dass der Konsequenzen hat. Ich während der gesamten Folge. Wann wird endlich Sam und Raffi die Trennung, das Musical gedreht? Und nochmal kurz zum Spiel. Wie viel Haare eine Glatze hat, ist anscheinend schwierig zu beantworten. Aber jeder weiß, wie viel Anstand eine hat. Alles, alles, es ist alles weg. Jetzt bin ich der Böse hier. Dynamit pur. Nein, jetzt reicht's. Was hast du gesagt? Halt die Fresse. Wir beleidigen halt uns die nicht. Fresse jetzt. Beleidige mich nicht. Ich rede normal. Beleidige ich nicht. Für mich ist die Maske heute gefallen. Das ist mal ein angewiderter Gesichtsausdruck von Cedric. Den sieht man bei ihm sonst nur, wenn er einfache Kohlenhydrate sieht. Leute, das dürft ihr nicht verpassen. Ihr müsst auf jeden Fall ein Abo mit Glocke dalassen. Die nächste Folge gibt's über Weihnachten. Alle ganzen Folgen findet ihr auf Join. Link ist natürlich in der Beschreibung. Wenn euch dieses Trash-Juwel gefallen hat, holt bitte euer Handy raus und teilt's mit jemandem über WhatsApp, wo ihr sagt, hier, das muss die Person aussehen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Danke euch. Jada und Joelina oder Gina, Lisa und Elsa, von eurem Gefühl her, wer muss drin bleiben? Freue mich total auf eure Kommentare. Vergangene Woche gab es auch einen riesen Büchner-Beef. Wenn ihr es nicht gesehen habt und Bock auf Trash habt, hier entlang. Und Mama Dani schockiert im Promi-Büßen-Finale alle. Wir sehen uns zur nächsten Folge, wird mega. Und bis dahin hier.